Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Heute geht es um den Safaripark Stukenbrock in der Nähe von Bielefeld bzw. um dessen Elefantenhaltung. Viel Spaß bei dem Video jetzt direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über den Safaripark Stukenbrock in der Nähe von Bielefeld bzw. über dessen Elefantenhaltung. Mein Name ist Diplombiologe Tobias Dornbusch und ich habe 1995 angefangen mit Elefanten zu arbeiten und über Elefanten zu studieren. Im heutigen Video geht es um den Safaripark und Freizeitpark in Stukenbrock. Der Safaripark wurde 1969 eröffnet und ist damit der dritte Safaripark in Deutschland und der älteste noch heute existierende. Nun, der Safaripark Stukenbrock ist vor allen Dingen für seine Zuchtprogramme, ich sage jetzt mal für seine zweifelhaften Zuchtprogramme der weißen Tiger und weißen Löwen bekannt. Weniger eigentlich für die Elefanten, aber hier in diesem Kanal geht es ja hauptsächlich um die Elefanten. Den Park habe ich vor 20 Jahren das erste Mal besucht und ich war auch dieses Jahr 2021 wieder im Safaripark Stukenbrock. Er hat einen Teil Safaripark, einen Teil Zoo und einen Teil Freizeitpark. Und es gibt dort heute 4 afrikanische Elefanten. Und alle diese afrikanischen Elefanten sind ehemalige Zirkuselefanten. Dieses Elefantengehege befindet sich übrigens, man kann fast sagen, mitten auf der Afrika-Savanne oder am Rande der Afrika-Savanne. Und man fährt während der Auto-Safari an diesem Gehege vorbei. Dort lebt zum Beispiel die afrikanische Elefantenkuh Benji, früher auch Benjamin genannt, aber der eigentliche Name war Baby. Es gab aber bereits eine Elefantenkuh, die Baby hieß in diesem Park, deshalb die Umbenennung zu Benji. Benji ist 37 Jahre alt, sie wurde 1984 wild geboren und in den Zirkus importiert. Sie lebte viele Jahre lang als Einzeltier im Zirkus und kam dann 2015 in den Safaripark Stukenbrock, nachdem sie bundesweit für Aufmerksamkeit sorgte, weil sie im Zirkus einen Rentner getötet hat. Sie kam dann am nächsten Tag in den Safaripark nach Stukenbrock. Schon längere Zeit lebt im Safaripark die afrikanische Elefantenkuh Didi, die ca. 1973 wild geboren wurde und viele Jahre mit einem Zirkustrainer in einem deutschen Zirkus lebte. Nach Auflösung des Zirkus ging dann dieser Zirkustrainer mit den afrikanischen Elefanten des Unternehmens in den Safaripark Stukenbrock. Und Didi ist die letzte dieser Truppe, die heute noch lebt. Sie ist 48 Jahre alt. Ein stolzes Alter für eine afrikanische Elefantenkuh. Und sie ist die Leitkuh
ihrem Alltag auch gemäß der Elefanten in Schnuckenburg. Es gibt auch zwei weitere Elefantenkühe dort, nämlich Mausi, 1981 wild geboren, die ebenfalls aus einem Zirkus kommt. Zunächst war sie in Italien im Zirkus, dann in einem deutschen Zirkus, ehe sie nach Schnuckenburg kam. Ebenso mit ihrer Gefährtin Baby, die auch 1981 wild geboren wurde und auch zunächst in diesem italienischen Zirkus war, bevor sie dann an den deutschen Zirkus verkauft wurde, der die beiden Elefanten letztlich an den Safaripark nach Schnuckenburg abgab. Also vier Elefanten im Safaripark Schnuckenburg, alles vier Afrikaner und alles vier ehemalige Zirkuselefanten. Kommen wir zu dem Elefantengehege. Das ist gar nicht mal so klein. Es ist ca. 4000 Quadratmeter groß, naturnah gestaltet mit einem Sandberg, der offenbar täglich aufgeschüttet wird, mit einem kleinen Teich oder Tümpel, mit Baumstämmen und Wurzeln, die da herumliegen, mit einer Felswand hinten. Das Elefantenhaus ist mit Containern abgesperrt und zur Besucherseite gibt es eine Stahlseilabsperrung. Das Elefantengehege ist also inzwischen ausbruchsicher gebaut, schon seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten. Als ich vor 20 Jahren das erste Mal in dem Safari-Park war, lebte damals noch die ursprüngliche Zirkustruppe, von der jetzt nur noch Didi übrig ist. Und diese wurden nur in einem Strom-Paddock gehalten, ähnlich wie das in Zirkussen üblich ist. Aber jetzt ist es ein richtiges Gehege. Das Gehege also jetzt mit Stahlseilen abgesperrt, was ich eine gute Absperrung finde, denn anders als bei einem Fallgraben besteht hier zum Beispiel keine Sturzgefahr. Ja, das Elefantenhaus beherbergt Boxen. Die sind nicht allzu groß, aber ausreichend und ich denke insgesamt, vor allen Dingen gibt es dort keine Kettenhaltung. Das ist ja auch ganz wichtig, denn im Zirkus wurden diese Elefanten ja angekettet. Und man muss halt auch sagen, für ehemalige Zirkuselefanten ist dieses Gehege mit 4000 Quadratmetern Fläche so circa und vor allen Dingen auch für einen Elefanten, der viele Jahre einzeln gehalten wurde und Didi wurde auch einige Zeit einzeln gehalten. Für diese Tiere ist das wirklich eine gute Elefantenhaltung, die für diese ehemaligen Zirkuselefanten, glaube ich, eine sehr zufriedenstellende Haltung darstellt und von der so manch anderer Zirkuselefant nur zu träumen wagt. Ja, insofern bin ich eigentlich angetan von dieser Elefantenhaltung unter der Prämisse, dass es sich um eine Aufnahme ehemaliger Zirkuselefanten handelt und eben keine Zucht darstellt. Dazu kann ich noch sagen, dass die Elefanten dort im Protected Contact gehalten werden. Auch dies wird von mir priorisiert und auch dies finde ich wichtig, denn Benji hat ja bereits einen Menschen getötet und Mausi und Baby, die beiden anderen Elefanten aus dem anderen Zirkusunternehmen, die haben auch ihren Zirkusdirektor durch die Manege gejagt. Auch das war einer der Gründe, weshalb die Tiere abgegeben wurden. Ja, also hier die ehemaligen Zirkustiere im Protected Contact, ein modernes Haltungssystem, auch dies positiv zu bewerten. Zum restlichen Safari-Park will ich jetzt nicht mehr viel sagen. Wie gesagt, weiße Tiger, weiße Löwen, das ist nicht so ganz meins. Und der Freizeitparkteil ist, glaube ich, eher für kleinere Kinder interessant als jetzt für Jugendliche oder Erwachsene. Aber hier sprechen wir über die Elefantenhaltung und die bewerte ich unter der Prämisse, dass es sich um ehemalige Zirkuselefanten handelt und dass es sich um eine Art Altersresidenz handelt, als positiv. Zu weißen Tigern und weißen Löwen habe ich schon
bei meinem Video über den Secret Garden von Siegfried und Roy etwas gesagt und grundsätzlich zu Safari Parks. Da kann man auch mein Video über den Safari Zoo auf Mallorca gucken. So, und jetzt habe ich auch noch etwas besorgt, nämlich diese Tasche hier mit dem noch alten Logo Safari Park Zoo Stuckenbrock. Mit dem neuen Logo gab es nichts, aber hier ein weißer Löwe und hier weiße Tiger. Also diese Tasche, die werde ich auch irgendwie noch unters Volk bringen, verlosen irgendwie. Ich habe auch vom Safari Park auf Mallorca noch den Magneten. Das ist nicht vergessen. Irgendwas lasse ich mir da noch einfallen. Ja, das war schon mein kurzes Video für heute. Gerne den Kanal abonnieren. Das geht hier unten irgendwo selbstverständlich kostenlos. Wenn das Video gefallen hat, gerne einen Like da lassen. Und ich freue mich auch über Kommentare, sofern diese fair und respektvoll sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch ein schönes Wochenende. Tschüss! Unterstützen kann man diesen Kanal und meine Elefantenprojekte ganz einfach auf meiner Homepage www.tobias-dornbusch.de, indem man dort per PayPal ein einmaliges Trinkgeld hinterlässt mit dem Spenden-Button. Oder über meine Patreon-Seite unter patreon.com/tobias-dornbusch. Vielen Dank!